Mein Name ist Jochen Schwab, ich bin der Küchenchef vom Weißen Lamm in Engertal und ich mache mit euch heute einen Kaiserschmarrn. Dann haben wir von den Zutaten her haben wir Mehl, das sind 75 Gramm Mehl. Dann brauchen wir ganz normale Vollmilch, das sind 85 Gramm Vollmilch. An Eiern brauchen wir 2 Volleier, 2 Eigelb und das Eiklar separat, weil das wird später aufgeschlagen zu Eischnee. Dann fangen wir an, dann geben wir das Mehl mal komplett in die Schüssel. Die Milch dazu. Ist immer wichtig, vom flüssigen zum festen Teig gehen beim Teig. Die Eigelb dazu. Und die 2 Volleier. Schauen, dass man keine Schale erwischt. So, jetzt haben wir alles drin. Dann kommen wir zum Eischnee. Das ist wichtig, dass der Schlagkessel muss komplett sauber und fettfrei sein. Weil wenn vom Eigelb ein bisschen was drin ist, dann würde das Eiweiß keine Festigkeit ergeben, dann würde man keinen festen Eischnee kriegen. Also geben wir jetzt einmal die Eiweiß in den Schlagkessel rein. Dann machen wir eine kleine Prise Salz dazu. Das hilft auch, dass das Eiweiß fester wird. Und dann können wir auch schon loslegen. Also man kann jetzt ein Handrührgerät benutzen, aber als gelernter Koch benutze ich einen Schneebesen. Und wir schlagen das Ganze jetzt einfach manuell mit dem Schneebesen auf. Das ist ein wenig kräftezehrend. Wie gesagt, mit dem Handrührgerät wäre es einfacher, aber... Und dann gibt es den altbewährten... Die alte Küchentradition, Eischnee geschlagen, dann nimmt man den Behälter, hält sich über den Kopf. Wenn man alles richtig gemacht hat, bleibt der Eischnee hoffentlich in der Schüssel, was hier der Fall wäre. So, ich habe jetzt auch zuerst den Eischnee geschlagen, weil wenn ich jetzt zuerst das Eigelb unterrühren würde, dann müsste ich den Schneebesen wieder säubern und deswegen mache ich es andersrum. Ich schlage den Eischnee, rühre jetzt also Mehl, Milch und die Eier, Vollei und Eigelb, zum glatten Teig, ohne Klümpchen. Es wird jetzt ein relativ fester Teig, aber dadurch, dass wir später den Eischnee unterziehen, gibt es eine wunderschöne Luftigkeit und macht den Kaiserschmarrnteig nicht so kompakt, sondern richtig schön fluffig. Also schauen, dass wir möglichst keine Klümpchen haben. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon die Pfannen aufgestellt. Es ist wichtig, dass man eine heiße Pfanne hat. Also stellt euch rechtzeitig die Pfanne auf, dass der Teig, wenn er fertig ist, gleich in die heiße Pfanne kann. Was auch wichtig ist natürlich, wir machen den Kaiserschmarrn im Ofen fertig, auch den Ofen rechtzeitig vorheizen, wie beim Kuchen halt auch, dass wir dann später, wenn er angebraten ist, dann sofort mit der Pfanne in den Ofen rein können. Jetzt haben wir eine schöne glatte Masse. Jetzt gebe ich den Teig in den Schlagkessel rein, weil in dem Schlagkessel kann man durch die Form einfach den Teig besser verrühren. Alles schön rein. Und jetzt muss man ein bisschen vorsichtig agieren, weil bei zu viel Rühren würden wir jetzt das Volumen des Eischnees wieder rausschlagen. Das heißt, wir ziehen es jetzt nur vorsichtig drunter unter den Teig. Ein vorsichtiges Unterheben ist das. Sieht man schon, der hat jetzt eine wunderschöne Marmorierung und ist nicht mehr so fest, sondern schön fluffig. Gehen wir da nochmal rein mit der Teigkarte. Und jetzt kommt die Glaubensfrage. Viele Leute mögen keine Rosinen. Also ich persönlich finde, im Kaiserschmarrn können Rosinen rein. Man kann ihn mit Rosinen machen, ohne Rosinen und mit wenig Rosinen. Also wir machen heute natürlich ganz klassisch Rosinen rein. Okay, jetzt haben wir uns 2 Pfannen vorbereitet. Die eine Pfanne lasse ich an meinem Herdchen, damit sie schon leicht warm wird. Die andere Pfanne ist schon richtig heiß.
Da gebe ich jetzt einen Butterschmalz dazu. Wir brauchen einen Fettstoff für den Kaiserschmarrn. Butterschmalz deswegen, weil es ist ein Geschmacksträger, es gibt einen guten Geschmack. Und der Teig soll auch ein wenig knusprig angebraten sein. Jetzt gebe ich das dazu. Nicht zu heiß die Pfanne, weil der Teig relativ hoch in die Pfanne kommt und wenn der zu schnell, der würde zu schnell bräunen, also er wird verbrennen praktisch. Eine gewisse Garzeit haben wir. Alles schön auskratzen. Man sieht, die Pfanne ist optimal. Machen wir kleine Hitze. Und jetzt, wie gesagt, nach Geschmack, entweder mit Rosinen, ohne Rosinen. Ich nehme jetzt mal die Finger, weil dann kann ich es besser verteilen. Die gibt man jetzt dazu, weil wenn ich sie später zugebe und der Teig fängt schon an zu stocken, dann liegen die oben drauf und fallen uns dann beim Zerreißen des Kaiserschmarrns einfach aus dem Teig raus. So, also wie gesagt, nach Geschmack, wer wenig will, macht wenig rein. Also wie gesagt, mit wenig Hitze arbeiten, damit der Kaiserschmarrn nicht nur braun ist, sondern auch schön durch. Kann man vielleicht schon mal drunter schauen, der wird jetzt schon leicht braun hier. Also vom Garn her, er sollte langsam garen, er hat jetzt schon eine leichte Bräune, man sieht es hier. Und er muss jetzt schön langsam anbacken. Dann gehen wir für ca. 7 bis 8 Minuten ins Rohr und später machen wir ihn auf dem Herd oben fertig. Ich gebe noch ein bisschen Fettstoff bei. Es ist wichtig, dass er nicht anklebt in der Pfanne. Und wie gesagt, Butterschmalz gibt auch immer einen guten Geschmack. Jetzt holen wir den Kaiserschmarrn aus der Röhre raus. Jetzt hat er wunderschön schon Farbe gekriegt. Jetzt drehen wir das Ganze auf offener Flamme nochmal um und lassen ihn auf der anderen Seite auch nochmal richtig stocken. Jetzt vorsichtig mit der Palette drunter fahren, dass er nicht zerbricht. Ein wunderschöner Kaiserschmarrn. Goldgelbe Farbe, so soll er sein. So ist genau richtig. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Fettstoff dazu. Das gute Butterschmalz wieder. Jetzt lassen wir auf dieser Seite noch die gleiche Farbe nehmen wie hier. Dann wird er aus der Pfanne kommen und dann zerreißen wir den Kaiserschmarrn. Dann wird er in der bereitgestellten Pfanne nochmal karamellisiert und dann können wir auch schon anrichten. Schaut geil aus, ne? So, jetzt hat er wunderschöne Farbe auf beiden Seiten, können wir noch mal kurz zeigen. Auch unten schön gebräunt. So soll er sein, schön luftig, schön aufgegangen. Jetzt gehen wir aufs Brett. Vorsichtig wieder. Den kann man jetzt mit der Gabel zerreißen. Also ich persönlich ziehe es vor, dass man schneidet. Dann hat man schöne gleichmäßige Stücke. Also man sieht da hier wunderbar aufgegangen. Kannst du eine feste Masse, richtig schön fluffig, so wie er sein soll. Also so muss der Kaiserschmarrn aus meiner Sicht ausschauen. Jetzt nochmal querschneiden. Die Stücke so groß, wie man möchte. Und jetzt fehlt dann eigentlich nur noch das Karamellisieren vor dem Kaiserschmarrn. Das ist dann die Krönung. So. Jetzt geben wir jetzt wieder alles zurück in die Pfanne, damit es warm bleibt. Einfach nochmal zurück, keine große Hitze mehr. Jetzt hat Raum richtig schön locker und fluffig. Schöne Farbe. Einfach nochmal auf den Herd, damit er nicht kalt wird. Und jetzt in der zweiten vorbereiteten Pfanne nehmen wir jetzt einfach einen ganz normalen, ich habe hier einen vorbereiteten, selbstgemachten Vanillezucker. Das ist einfach Zucker, in dem man Vanilleschote, die man vielleicht auch schon benutzt hat, kann man dann wiederverwerten, die man einfach dann in den Zucker gibt und es gibt dann seinen charakteristischen Geschmack an den Zucker ab. Dann hat man wunderbaren, selbstgemachten Vanillezucker. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen was rein, nicht zu viel. Schote machen wir nicht mit rein. Da aufpassen ein wenig bei der Pfanne, nicht zu heiß machen am Anfang, weil wenn es zu schnell braun wird, dann verbrennt der Zucker gerne und dann wird er bitter und dann schmeckt das nicht mehr gut. So, es dürfte reichen. Also wie gesagt, lieber ein langsam und Zeit lassen, als dass es zu schnell braun wird, weil dann wird es bitter. Dann wird der Karamell ganz schnell bitter und dann schmeckt er nicht mehr gut. Ein schwenken. So, und jetzt, wenn er anfängt zu glänzen, dann können wir den Kaiserschmarrn zum Zucker geben. Schalten wir den zu. Und wenn der jetzt ganz karamellisiert ist, können wir ihn eigentlich auch schon anrichten.
Also man sieht schon, er glänzt jetzt auch schon schön hier. So, das reicht. Jetzt geben wir ihn in die andere Pfanne, um diesen Bräunungsprozess zu unterbrechen, damit er nicht so braun wird. Und dann können wir ihn auch schon anrichten, unseren Kaiserschmarrn. Vorsichtig, ist noch sehr heiß. Mit dem Karamell muss man ein wenig aufpassen. Dazu gibt es ein hausgemachtes Apfelmus. Das ist wirklich von der Streuobstwiese von unserem Koch. Die haben selber Äpfel. So, wie gesagt, den Puderzug mal drauf. Das toppt das Ganze nochmal. Hat man einen wunderschönen hausgemachten Kaiserschmarrn. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und wünsche mir selber, dass wir euch bald wieder bei uns im Restaurant begrüßen dürfen. Für die Übergangszeit hätten wir natürlich auch Essen to go, auch Dessert. Vielen Dank und wie gesagt, viel Spaß beim Nachkochen.